Ja, ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Pickup-Video von meiner Seite aus. Ja, heute kam wieder ein Karton für mich an. Und zwar von, ja, ihr seht schon oben im Banner, Retro Game Collector's Heaven. Da habe ich mir wieder ein paar Spiele gegönnt. Und zwar fange ich mal mit Gameboy-Spielen an. Das erste ist Bugs Bunny für den Gameboy. Dann hatte ich mir ein Spiel gegönnt. Star Trek auf jeden Fall. Generations. Beyond the Nexus. Oh. Ein 4-in-1 Modul. Nicht offiziell von Nintendo. Dann Hugo für den Game Boy und George Foreman's KO Boxing. Ja, das waren die kleinen Schmankerl für den Game Boy. Dann habe ich mir noch ein Buch bestellt. Game Boy Geheimtipps. Henning Weichert hat das geschrieben. Da sind ein paar Tipps immer drin, die man eventuell sich besorgen sollte. Zum Beispiel Castle Quest, Bubble Ghost, Tailgater, Simpsons Itchy and Scratchy Miniatur, Prehistoric Man, Marus Mission. Da sind keine Preise. Lucky Luke ist auch dabei. Asterix und Obelix. Also, ich kann euch das Werk mal ans Herz legen. Ja, das kommt gleich. Oder wisst ihr was, das machen wir jetzt. Dann habe ich mir hier Command & Conquer Spiele gegönnt. Alarmstufe Rot. Teil 2. Also Command & Conquer Teil 2, Alarmstufe Rot, inklusive Missions-CD Gegenangriff. Dann noch Alarmstufe Rot, Juris Rache. Und Alarmstufe Rot 3. Alles Disk-Version für den PC. Jetzt komme ich zu meinem netten Highlight. Das war's. Das ist das, das ist das. Das müsste Banjo und Tui sein. Kazooie. Ah ja, das ist das, das ist das. So, fangen wir erstmal mit dem hier an. Das ist Donkey Kong 64 auf Japanisch. Ihr seht, hier habe ich das Modul. Ich habe jetzt ein bisschen hier, ich habe mir ein Regal besorgt, wo ich die ganzen Spiele jetzt immer ab und zu mal reinpacke. Hier ist mein Highlight, Paper Mario Stories für den N64. Hier das N64 Multi-Cartridge, also Multi-Converter. Unten habe ich noch einige Spiele. Ja, wie gesagt, das ist Donkey Kong 64 auf Japanisch. Kommt hier hin. Dann habe ich hier noch Mario Party 3, auch auf Japanisch. So. Ja, und jetzt kommen wir zu einem super Highlight. Gibt es auch auf Deutsch, habe ich auch auf Japanisch mir gegönnt. Pokémon Stadium 2. Kommt hier hin. Nee, da kommt das nicht hin, das kommt hier oben mit hin. Dann habe ich mir ein Kirby-Spiel gegönnt für den N64. Und zu guter Letzt, also nicht zu guter Letzt, also
Banjo und Kazooie habe ich mir noch gegönnt. Und den zweiten Teil, Banjo Tooie. Hier heißt er Banjo und Kazooie 2, aber wir, bei uns hier in Deutschland heißt er ja Banjo Tooie. Ja, das war meine. Das war mein kleines Pickup-Video. Was ich mir bei Retro Game Collectors Heaven gegönnt habe. Also, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert dieses Video. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal, euer Koganto bei einem neuen Pickup-Video oder Unboxing-Video. Ciao!